Hallo Leute, ich hoffe es euch gut geht. Immobilien in Bulgarien sind eine gute Investition, solange die Blase nicht platzt. Heute zeige ich euch das angebliche Urlaubsparadies in Südwestbulgarien, die Stadt Bansko. Die Berge sind beeindruckend. Vor 10 Jahren haben diese Häuser mehr Geld gekostet. Damals gab es viele ausländische Investoren, Russen, Ukrainer, Briten und Deutsche, haben hier alles Mögliche gekauft. Plötzlich hat das sich alles geändert. Die Preise sind drastisch gesunken. Viele Baufirmen sind pleite geworden. Es gibt verlassene Baustellen. Es kann 20 Jahre dauern, bis sich die Preise wieder erholen. Sowas ist am Schwarzen Meer aber nicht passiert. Da gab es minimale Preisschwankungen. An der Küste könnt ihr eine stabile Kapitalanlage kaufen. Es ist jetzt das Jahr 2023. Ein ordentliches Haus kann man für 100.000 bis 200.000 Euro kaufen. Wohnungen kosten 50.000 bis 100.000 Euro. Parkplätze 10.000 bis 30.000 Euro. Schrottimmobilien, genau wie Luxusimmobilien, sind keine Kapitalanlagen. Da weiß man nicht, was man erwarten soll. Lieber einen Parkplatz kaufen, als ein Haus mit schlechter Lokation. Irgendwo im Nirgendwo. Im Jahr 2005 hat ein Haus neben dem Strand weniger als ein gebrauchter VW Golf gekostet. Heute kostet es 200.000 Euro. Bansko ist 80 Kilometer von Griechenland entfernt. Da kann man richtig Urlaub machen. Das war's von mir. Bis dann.